Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung des Kurses Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. In diesem Input-Video möchte ich Ihnen die Korpusressource DBDS vorstellen, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Das ist die zweite wichtige Adresse für bereits bestehende und aufbereitete Korpora, insbesondere Referenzkorpora. Allerdings finden sich auch einige Spezialkorpora hinter dieser Ressource. Was damit möglich ist, was die Idee dahinter ist und wie es angewendet werden kann, möchte ich Ihnen in diesem Video vorführen. Doch zunächst hier der Überblick, der ist relativ simpel. Ich mache einen Rückblick auf die letzte Sitzung und dann möchte ich Ihnen das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache vorstellen, die Konzeption und die Abfragemöglichkeiten. Wir haben in der letzten Sitzung zunächst mal den Unterschied kennengelernt zwischen Referenzkorpora und Spezialkorpora und haben uns dann mit dem DERECO beschäftigt. Wir haben gesehen, dass es gegliedert ist in Großarchive. In diesen Archiven finden wir dann einzelne Korpora. Wir haben die Suchmöglichkeiten kennengelernt. Dafür haben wir die Web-Oberfläche Cosmos 2 verwendet. Wir können nach bestimmten Wortformen suchen und auch nach abstrakten Lemmata, die dann alle Wortformen in sich vereinen. Wir haben gesehen, wie man mit Trunkierungen arbeitet und mit verschiedenen Operatoren, wie zum Beispiel Abstandsoperatoren. Wir haben gesehen, dass man die Ergebnisse seiner Korpusrecherchen sich in verschiedene Weise anzeigen lassen kann. Wir haben die Ergebnisansicht, die sich sortieren lässt, zum Beispiel nach Ländern, nach Themen, nach Jahrzehnten und so weiter. Wir haben dann die sogenannte Quick-Ansicht, Keywords in Context, wo wir in der Mitte den eigentlichen Suchausdruck haben und rechts und links jeweils ein bisschen Kontextschnipsel. Und wir haben die Volltextansicht, die keine wirkliche echte Volltextansicht ist, aber eben ein bisschen mehr Kontext doch liefert. Und wir haben gesehen, dass es in Cosmos 2 die tolle Möglichkeit gibt, Konkurrenzanalysen durchzuführen, also Analysen nach Wörtern, die im direkten Umfeld des Suchausdrucks signifikant häufig vorkommen. Und dazu möchte ich Ihnen noch eine Ergänzung präsentieren, nämlich die Konkurrenzdatenbank CCDB, die sich unter dieser Webadresse verbirgt. Konkurrenzen zu berechnen ist immer sehr rechenintensiv und kann bei großen Korpora und hochfrequenten Ausdrücken wirklich sehr lange dauern. Und deswegen kann es sinnvoll sein, sich auf diese Ressource hier zu stützen, wo Konkurrenzen vollumfänglich vorberechnet wurden. Und dann kann man sich Konkurrenzprofile anzeigen lassen. Wir probieren das mal. Wir haben ja zurzeit recht viele Corona-Demonstrationen und die werden mal Proteste, Demonstrationen, Kundgebungen und so weiter genannt. Und jetzt gucken wir doch einfach mal nach dem Konkurrenzprofil von Demonstrationen. Das sieht dann genauso aus wie in Cosmos 2 auch, geht nur wesentlich schneller. Und wir sehen dann hier so typische Kollokatoren, jeweils hier in Fett gedruckt. Interessant ist es, dass wir hier verschiedene andere Möglichkeiten haben. Wir können zum Beispiel Near Synonyms sich angucken. Jetzt nehmen wir doch mal hier Protest. Gucken wir doch mal. Jetzt guckt er hier, jetzt macht er hier so ein kontrastives Konkurrenzprofil. Wir sehen, alles, was gelb hinterlegt ist, wird eher mit Demonstration zusammen verwendet und was mit was rot hinterlegt ist, eher mit Protest und orange ist dann ungefähr mit beiden gleich. Ja? Also wir sehen sowas wie hier Versammlung, Veranstaltung, Abschlusskundgebung, Straßenfest. Das sind Dinge, die eher mit Demo in Verbindung gebracht werden. Dann haben wir hingegen sowas wie Unmut, Empörung, Unwille, Ablehnung, Empört, Aufschrei. Das sind Dinge, die eher mit Protesten in Verbindung gemacht werden. Ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich auch für Journalistinnen, die um die richtige Wortwahl ringen, wie sie etwas bezeichnen sollen. Dann können Sie hier anschauen, welche Assoziationen Menschen vermutlich mit den Ausdrücken in Verbindung bringen werden. Sowas wird in der Linguistik ja breit als sogenannte Framing-Effekte diskutiert. Und hier haben wir eine empirische Grundlage, um solche Framing-Effekte ein bisschen präziser oder datenbasiert beschreiben zu können. Wir können dann auch hier so ein topografisches Profil aufmachen, wo wir hier nochmal das hier in so einer schönen Übersicht sehen, also nicht wie beim Konkurrenzprofil in der Liste, sondern hier in so einem schönen Feld.
Interessant ist auch das hier. Das sind Ausdrücke, die die semantisch eng verwandt sind, ja, die auf Grundlage der errechneten Kollokationen oder Kokurrenzen eine semantische Ähnlichkeit zur Demonstration aufweisen. Und das hier ist auch interessant. Ja? Das ist so ähnlich wie Semantic Proximity, aber ganz gezielt auf Grundlage der Kokurrenzprofile berechnet. Was wir hier sehen, sind Ausdrücke, die ein ähnliches Kokurrenzprofil aufweisen wie Demonstration. Ja, also so können wir Synonymie tatsächlich korpusbasiert erfassen und das geht hier sehr schnell, das hier zu berechnen, weil das, wie gesagt, hier schon vorberechnete Daten hinterlegt sind. Das war's schon. Ich wollte es Ihnen einmal kurz gezeigt haben. Probieren Sie es raus, klicken Sie sich rein und nutzen Sie diese Ressource in Zukunft gerne auch für Ihre Hausarbeiten und so weiter. Damit zurück zum Thema für heute, das eigentliche Thema für heute, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, erreichbar unter dbds.de, eine Ressource, die von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin entwickelt und gehostet wird. DBDS ist zweierlei, vereint sozusagen zwei Services in sich. Einmal ist es ein elektronisches Wörterbuch, was im Internet frei zugänglich ist. Dieses Wörterbuch wird im Wesentlichen korpusbasiert erstellt vom Redaktionsteam und die Corpora, die dieses Redaktionsteam nutzt, sind auch für externe Nutzende nutzbar. Das heißt, wir finden im DBDS auch umfangreiche Corpora, die wir für unsere eigene Forschung verwenden können. Das Motto von DBDS lautet der Homepage entsprechend der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Und das ist das Besondere oder eine der Besonderheiten an dieser Ressource, dass das deutsche Textarchiv, was die Corpus-Ressource schlechthin für die jüngere deutsche Sprachgeschichte ist. Das deutsche Textarchiv lässt sich hier über DBDS ansteuern. Die Corpora hier sind ein Tick kleiner als das deutsche Referenzkorpus von letzter Woche, aber mit 23 Milliarden Tokens immer noch sehr groß. Die Corpora sind vollumfänglich lemmatisiert und durchgängig. Das ist eine Besonderheit. Im Gegensatz zu Derico in Cosmos 2, sind durchgängig Part of Speech annotiert. Ja, also jedes einzelne Wort ist mit einer Wortartenannotation versehen, sodass wir hier auch syntaktische Muster recherchieren können. Wir finden zusätzlich zu den Corpora, wie gesagt, auch Wörterbuchressourcen. Da gibt es redaktionell bearbeitete Artikel und zusätzlich gibt es lexikografische Einträge, die automatisiert erstellt werden auf Grundlage der Korpusdaten. Wie genau, werden wir nachher sehen. Eine Besonderheit, die das DBDS wirklich unersetzlich macht in der deutschsprachigen Korpuslandschaft, ist das DBDS-Kernkorpus 1900 bis 1999. Da handelt es sich um ein ausgewogenes Korpus. Was heißt das? Wenn Sie sich an das Archiv der geschriebenen Sprache im Derico erinnern, dann haben Sie gesehen, da ist alles Mögliche drin. Die Wikipedia, Spiegel Online, Live-Ticker, aber auch Grimms Märchen, Plenarprotokolle, was auch immer, möglichst viel, was aber dann zu Unausgewogenheiten führt, indem zum Beispiel Pressetexte überrepräsentiert sind und vor allem sind auch Pressetexte aus dem letzten Jahrzehnt deutlich überrepräsentiert. Wir können zwar arbeiten mit relativen Häufigkeiten, um diese unterschiedlichen Korpusgrößen auszugleichen, dennoch bleibt das Problem, dass hier einzelne Bereiche nur sehr oberflächlich ausgeleuchtet sind. Und das Kernkorpus nun, es hat den Anspruch, ausgewogen zu sein, und zwar erstens in zeitlicher Hinsicht, indem für jedes Jahrzehnt, also die erste Dekade und die zweite Dekade des 20. Jahrhunderts und so weiter, jeweils gleich viele Daten eingehen. Und es ist noch ausgewogen in Bezug auf vier große Textsortenbereiche, nämlich Wissenschaft, Belletristik, Gebrauchstexte und Zeitungstexte. Ja, sodass wir auch so Genre-Zugehörigkeiten ganz gut abfragen können und zum Beispiel auch abfragen können, ob ein Wort
im Verlaufe des 20. Jahrhunderts eher aus der Wissenschaftssprache in die Pressesprache überwandert und umgekehrt. Ja, solche Dinge lassen sich hier untersuchen. Und schließlich, wir haben wirklich eine maximal flexible Suchsyntax, die es mit der von Derrico aufnehmen kann. Es ist ein bisschen eine Fuchserei, sich da einzuarbeiten, aber ich empfehle Ihnen es dringend, sich ausführlich mit der Suchsyntax zu beschäftigen. Sie ist tatsächlich nochmal anders als die in Cosmos 2, funktioniert anders von der Grundanlage und die tatsächlichen syntaktischen Vorgaben, wie Sie Suchanfragen formulieren, sind andere. Aber wenn Sie das drauf haben, haben Sie eine unglaublich solide Grundlage für Ihr ganzes weiteres Studium. Deswegen meine dringende Bitte, beschäftigen Sie sich damit. Damit bin ich schon am Ende der Präsentation und möchte das digitale Wörterbuch im Einzelnen vorstellen. Sie sehen hier die Startseite. Hier haben wir nochmal das Motto, der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Und jetzt machen wir doch gleich weiter und suchen mal nach Demonstration. Wir bekommen dann hier schon bestimmte Vorschläge. So, jetzt sehen wir erstmal hier, wie es im Wörterbuch üblich ist, so ein paar grammatische Angaben zur Wortbildung, zur Herkunft, zur Trennung, wie die Flexionen und so weiter aussehen. Wir haben hier was ganz Tolles, eine Wortverlaufskurve. Relative Häufigkeiten sehen wir hier, Frequenz pro Million Tokens. Wir können es auch für einen größeren Zeitraum nehmen und sehen, es gab hier offenbar schon mal einen Peak, dann ist es zurückgegangen und geht dann hier im 19. Jahrhundert wieder hoch. Wobei wir davon ausgehen können, dass Demonstration hier gerade noch nicht politische Kundgebung meinte, sondern eher Demonstrationen im Sinne von Zeigen im Rahmen der Wissenschaft zum Beispiel. Ja, aber hier sehen wir, seit 1950 gibt es hier so verschiedene Peaks, zum Beispiel hier in den 80er Jahren denken wir an sowas wie vielleicht die Friedensbewegung, ja, und gerade in jüngster Zeit scheint es wieder ein paar mehr Demonstrationen zu geben. Ja, zumindest wird in Pressetexten, die hier vornehmlich eingehen, mehr über Demonstrationen berichtet. Gut, wir sehen dann hier Bedeutungsangaben, die auf Grundlage von Wörterbüchern erfasst werden. Das ist schon ein bisschen älter, das ist 67, aber es wird redaktionell überarbeitet zur Etymologie. Dann finden wir hier so Thesaurusangaben, also was sind Synonyme, und ganz, jetzt wird es interessant, jetzt finden wir hier unten das sogenannte Wortprofil. Das sind im Wesentlichen Kookurrenzen, wie wir es auch aus der CCDB, die ich gerade gezeigt habe, kennen, oder auch aus dem deutschen Referenzkorpus. Allerdings haben wir die Möglichkeit hier über diesen, wir sehen hier unten noch Verwendungsbeispiele, wir haben die Möglichkeit hier über diesen Link uns das ausführliche Wortprofil anzeigen zu lassen. Und jetzt sehen wir hier, ich mache es noch mal ein bisschen größer, jetzt sehen wir hier ein grammatisch spezifiziertes Wortprofil, ja? Also sortiert nach bestimmten syntaktischen Konstruktionen. Zum Beispiel, welche Adjektivattribute werden eigentlich Demonstrationen beigelegt in diesem Korpus. Zugrunde liegt hier ein Pressekorpus im Wesentlichen. Aber auch Verben, zu denen Demonstration ein Akkusativ- oder Dativobjekt ist. Es wird hier koordiniert, zum Beispiel mit der Konjunktion und, Kundgebungen und Demonstrationen, Aufmärsche und Demonstrationen. Ja, und wir können uns jetzt jeweils hier auch Belege anzeigen lassen, dass wir hier Proteste und Demonstrationen, aber auch weder Proteste noch Demonstrationen, was eine negierte Form der Koordination wäre. Ja, tolle Sachen finden wir hier, Präpositionalgruppen, die damit verbunden werden. Und so können wir uns sehr schnell einen Überblick verschaffen über die Verwendungsweisen in semantischer und auch in syntaktischer Hinsicht. Wir haben noch eine tolle Möglichkeit, so wie wir vorhin auch das machen konnten, dass wir uns kontrastive
Kollokationsprofile anzeigen lassen, können wir das auch hier so machen, indem wir hier ein Vergleichswort angeben. Und alles, was blau ist, ist vor allem mit Demonstration verbunden und was rot ist, eher mit Protest. Ja, dann finden wir, und das finde ich interessant, eine angemeldete oder ungenehmigte Demonstration gegen Proteste, da spielt das eher weniger eine Rolle. Dahingegen geht es hier um so Fragen wie ein berechtigter Protest, ja, oder wie protestiert wird, erbittert, leidenschaftlich, harsch, empört und so weiter. Und wir können auch hier bei den anderen Sachen mal schauen, was sind zum Beispiel Prädikative. Naja, klicken Sie sich selber mal durch. Genau, wir können, wenn wir wieder zurückgehen, hier zu dieser Übersicht, dann sehen wir hier rechts auch die Belege in Corpora. Und hier sehen wir nun, dass es unterschiedliche Teilkorpora gibt, die sich ansteuern lassen. Wir haben hier das Kernkorpus, was ich eben schon erwähnt hatte. Ich klicke jetzt mal drauf. Hier haben wir diese vier Textklassen, die uns interessieren. Und wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und könnten nur aus den 1990er Jahren mal gucken, wie eigentlich in der Wissenschaft das Wort Demonstration verwendet wird. Ja? Und so können wir hier genauere Einschränkungen vornehmen. Wir haben auch noch andere Corpora, die sich hier ansteuern lassen. Wir haben hier die historischen Corpora, also das Deutsche Textarchiv. Und wir haben hier verschiedene Zeitungskorpora, wovon das Interessanteste bestimmt das von Die Zeit ist, weil es einen breiten Zeitraum abdeckt, von 1946 bis 2018. Und dann haben wir hier unten noch jede Menge Spezialkorpora, verschiedene Webkorpora, Blogs zum Beispiel, Mode- und Beauty-Blogs und dann noch hier ganz spezialisierte Dinge. Das ist eine technische Zeitschrift aus dem 19. Jahrhundert, Filmuntertitel, politische Reden, was ich nachher vielleicht noch kurz zeigen möchte. Aber das hier ist interessant. Das ist jetzt gerade eine jüngst ins Leben gerufene Ressource, das Corona-Korpus, wo alle möglichen Texte versammelt sind, die in irgendeiner Form was mit dem Thema Corona zu tun haben. Und jetzt könnten wir uns hier anzeigen lassen, was es hier für Belege gibt. Wir können das auch als Quick-Ansicht uns anzeigen lassen oder aber auch mit noch mehr Kontext, dass wir hier auch dann immer die Quelle sehen. Ja? Sie sehen, hier sind auch sowas wie Reisesicherheitshinweise des Auswärtigen Amts mit eingegangen in diese Ressource. Eben, das sind nur ein kleiner Einblick in die verfügbaren Corpora. Wir haben die Möglichkeit, hier auch nach unterschiedlichen Arten zu sortieren. Wir können zum Beispiel, dass wir links, also das Wort, was links von Demonstrationen vorkommt, dann sehen wir jetzt hier, machen wir es mal so. Ja, das ist nicht ideal. Links, rechts, machen wir es mal so, rechts aufsteigend. Ja, dann sehen wir hier zunächst im Alphabet ganz vorne die Sonderzeichen und Kommata und dann kommen wir dann zu A, B und so weiter. So können wir uns einen Überblick hier über diese Belege verschaffen. Gut, ich möchte die Suchsyntax noch ein bisschen genauer vorstellen. Dazu gehen wir nochmal hier auf Startseite und wählen direkt hier Textkorpora. Und was nehmen wir? Das Kernkorpus ist doch gut. Wenn wir
Direkt hier nach Demonstration suchen, finden wir, dass der Wort vom Operator und, den Sie aus dem Derico kennen, hier voreingestellt ist. Das heißt, er findet sowohl Demonstrationen als auch Demonstration. Das heißt, Lemmatisierung ist hier Standard. Wenn wir genau diese Wortform suchen, also den Plural ausschließen wollen, können wir das mit einem at machen. Jetzt finden wir tatsächlich nur exakt diese Wortform. Wir haben dann bestimmte Operatoren. Ein interessanter hier ist dieser hier zum Beispiel. Machen wir das mal so. Dieses doppelte und bedeutet, wir finden Sätze, in denen sowohl Demonstration als auch Gewalt vorkommt. Brutaler Gewalt gegen Demonstrationen, Unterdrückung der Opposition und friedlicher Demonstrationen durch Gewalt. Wir können aber auch das gerade ausschließen. Also jetzt finden wir nur Sätze, in denen Demonstration vorkommt, aber nicht das Wort Gewalt. Was wir auch machen können, wir können den Und-Operator oder, das funktioniert hier mit so einem doppelten senkrechten Strich. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Na. Da haben wir es, Demonstration oder Gewalt. Und wir haben die Möglichkeit, Gruppen zu bilden. Jetzt nehmen wir mal friedliche Demonstration, können wir suchen. Und wir können jetzt auch hier sagen, wir möchten hier eine Menge von Ausdrücken bestimmen, die wir als Optionen angeben in diesen geschweiften Klammern mit dem Komma. Dann finden wir jetzt hier die Belege friedliche Demonstration. Entschuldigung, hier muss Protest, wollte ich schreiben. So, friedliche Demonstration. Hier findet er jetzt in diesem Korpus gar keine Belege für Protest, aber in anderen Korpora findet man das. Was wollte ich noch zeigen? Genau, jetzt kommen wir zu einer wirklichen Besonderheit dieses Korpus, das was ganz toll ist, nämlich die Suche nach Wortarten. Dafür gibt es eine bestimmte Syntax, die Sie sich bitte merken sollten. Das ist hier dieses Dollarzeichen und P ist gleich. Und dann sind, das bedeutet Part of Speech, dieses P. Und dann können wir jetzt zum Beispiel mal nach Adjektiven suchen. Demonstration. Ja, jetzt finden wir hier solche Konstruktionen, wo Demonstration durch ein Adjektiv-Attribut näher charakterisiert wird. Ich verlinke Ihnen im Padlet gerne so eine Übersicht über die verwendeten Tags, damit Sie und die Sie sich bitte aneignen sollten. Speichern Sie es irgendwo ab, dass Sie darauf zugreifen können, aber nach und nach sollten Sie die wichtigsten Tags auf jeden Fall auswendig können, damit Sie nicht immer von Hand nachschlagen müssen. Genau, und wir können dann auch hier das noch ergänzen. Oder wir machen mal, ja, jetzt kommt noch eine Präposition. Ja, also nationale Demonstrationen gegen und so weiter. Und hier können wir jetzt sehr flexibel solche abstrakten syntaktischen Muster, die hier teilspezifiziert sind, suchen und können so bestimmte grammatische Konstruktionen rings um den Ausdruck Demonstration ganz gezielt abfragen.
Die Trunkierung haben wir natürlich auch. Machen wir das mal so. Dann sehen wir jetzt hier Studentendemonstration, Massendemonstration, Gefühlsdemonstration, wie wir es aus dem DERECO eigentlich auch schon kennen. Und jetzt haben wir eine tolle Möglichkeit. Ich möchte das aber jetzt gerne das Korpus wechseln. Gehen wir mal hier hin. Wir hatten ja im DERECO die Möglichkeit, uns die Ergebnisse auch auszählen zu lassen, ja, dass wir nach, das nach Textsorten, nach Jahren und so weiter gruppiert haben. Und das ist hier auch möglich im DWDS. Die Syntax ist ein bisschen komplizierter. Wir müssen das jetzt alles hier in dieser Suchzeile anklicken. Jetzt haben wir hier bei eckige Klammern, das L steht für Lemma. Ja. Jetzt haben wir hier zunächst mal die Liste alphabetisch sortiert. Das ist jetzt nicht ideal, sondern wir möchten das gerne nach Anzahl tatsächlich sortieren. Dann, das geht so. Desk Count. Desk für Descending. Ja, und jetzt sehen wir hier die Komposita mit Demonstration als Zweitglied in absteigender Frequenz. Machtdemonstration, Gegensturm, Friedensdemonstration, Massendemonstration, Protestdemonstration. Interessant, ne? Protestdemonstration. Okay, Sie müssen das sich natürlich nicht merken, sondern es gibt eine Hilfe, die Sie hier ansteuern können. Achten Sie darauf, dass Sie es in einem neuen Tab öffnen. Hier finden Sie die Suchsyntax-Software DDC ausführlichst beschrieben. Sie können jetzt hier jeweils auch draufklicken und finden dann die Suchen tatsächlich auch durchgeführt. Die hier hinterlegt ist. Und wir haben die Möglichkeit, uns dann hier unten zum Beispiel unter Count-Abfragen das anzeigen zu lassen, wie es vorgeht, wie man vorgehen kann. Ja? Also hier haben wir dieses Count by L. Das wäre ja das, was wir gerade durchgeführt haben hier mit Sommer. Wir hatten es eben mit Demonstrationen gemacht. Bitte beschäftigen Sie sich mit dieser Hilfeseite. Ich werde Ihnen auch ein paar Übungen vorschlagen, die Sie bitte mit Hilfe dieser Hilfeseite selbstständig lösen. Dazu empfiehlt es sich dringend und ist teilweise auch notwendig, dass Sie sich einloggen. Sie können sich kostenlos für das DWDS registrieren. Nur dann können Sie das selber durchführen, was ich Ihnen gerade vorgeführt habe mit dem Count. Wir können jetzt auch hergehen und können das so machen, in Anführungszeichen. Entschuldigung, P, Adja, jetzt finden wir Adjektivattribute in Kombination mit Demonstration und wir zählen diese Adjektivattribute aus. Ne? Also wie sind die Demonstrationen. Und so können wir das, was das Wortprofil, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, automatisch macht, wenn wir möchten, auch manuell nachbilden. Und jetzt sehen Sie auch, wie das Wortprofil erstellt wird, indem vorprogrammiert ein Suchausdruck automatisiert durch eine Reihe von solchen Abfragen durchgeschickt wird. Und wir können dann auf dieser Grundlage dann werden auf dieser Grundlage diese Einträge automatisiert erstellt. Wir können nicht nur nach Lemmata sortieren, sondern können auch Metadaten ansteuern. Wir können zum Beispiel, das möchte ich einmal ganz kurz zeigen, indem wir auf dieses
politische Reden-Korpus gehen. Das geht so, Author, wir suchen jetzt nach, mal gucken, ob Merkel politische Reden gehalten hat in den das Wort Demonstration vorkommt. Ich hoffe, dass die Suchsyntax stimmt. Genau. Sie sehen hier Angela Merkel reden, in denen das Wort Demonstration vorkommt. Wir können jetzt hier nicht nur Author eingeben, sondern auch Party und gehen mal SPD-PolitikerInnen. Zum Beispiel Heiko Maas, Frank-Walter Steinmeier. Und verschiedene andere PolitikerInnen. Und so können wir uns hier auch durch die ganzen Metadatenklassen, die hier zur Verfügung stehen, flexibel durchklicken. Dazu verlinke ich Ihnen auch noch im Padlet ein Erklärvideo von den Erstellern dieses politische Redenkorpus selbst. Eine Sache möchte ich noch zeigen, was wir mit DWDS machen können, nämlich hier unter Statistiken. Die Wortverlaufskurven hatte ich schon gezeigt, das Wortprofil hatte ich schon gezeigt. Diacollo möchte ich Ihnen gerne präsentieren. Diacollo funktioniert so, dass wir hier Kollokationsanalysen in diachroner Perspektive durchführen können. Also wie verändert sich das Kollokationsprofil eines Ausdrucks über die Zeit hinweg? Und wir nehmen doch ruhig mal dieses Korpus hier. Wir können das alles so lassen. Format Cloud ist auch gut. Und jetzt können wir uns das einfach mal als Filmchen vorspielen lassen. Ja, was kommt in den 60er Jahren? Jetzt sind wir in den 80er Jahren? In den 90er Jahren. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen manuell zurück. Was sind interessante Dinge hier in den hier geht es vor allem um Streiks in den kommunistischen Ländern. Hier dann kommen solche Demonstrationen von StudentInnen in den 60er Jahren gegen die Notstandsgesetze zum Beispiel, Polizei spielt eine Rolle. Dann in den 70er Jahren kommt das Thema Gewalttätigkeit plötzlich auf. Talar, ja, unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. Auch hier in den 80er Jahren geht es dann um gewalttätige Demonstrationen. Hausbesetzung plötzlich wird hier relevant. Ja, die Hausbesetzerszene macht von sich reden. In den 90er Jahren oder in den späten 80er Jahren ist dann plötzlich die Friedensbewegung und wir haben dann auch hier die November-Demonstration in Leipzig und anderen ostdeutschen Städten und hier in den 2000er Jahren ist dann plötzlich Extremismus ein Thema und dass dann auch Ausschreitungen eine Rolle spielen und dass Demonstrationen ausdrücklich als friedlich bezeichnet werden, was ja auch interessant ist. Das ist ja nur dann relevant, wenn es wirklich was Erwähnenswertes ist, ist, dass sie friedlich stattfinden. Wir können auch andere Korpora so ansteuern, zum Beispiel auch das deutsche Textarchiv. Oder was? Nee, machen wir es auch mal mit Demonstration. Und schauen mal, was wir hier jetzt finden. Ne, wir sehen jetzt hier einen großen, großen Zeitraum und können jetzt hier also mit 7 Meilenstiefeln durch die Jahrhunderte durchgehen und können schauen, wie sich das, wie sich die Semantik von Demonstration langsam verschiebt. Ja, ganz tolle Ressource für sprachgeschichtliche, aber auch für diskurshistorische Fragestellungen. Probieren Sie es aus.
Es macht auch wirklich Spaß, sich da ein bisschen auszutoben. Das wär's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tschüss.